Tja, liebe Tiere. Viel Spaß. Was gibt denn das? Nein, 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 nein. Du hast die Türe abgebaut. Ja. So. Jetzt sieht man die Kühe und kann die vermehren, ohne die Tür aufzumachen. Theoretisch. Wenn die ja, hier die Tür aufmacht. Das macht ja keinen Sinn. Und doch. Du kommst ja nur niemals an alle Kühe ran, wenn du die ja, aber jetzt, hier vorne jetzt stellst. Sieht man die. Die sieht man. Da liegt ja immer noch die Türe drumherum. Die sieht man auch, wenn man seitlich durchs Fenster reinguckt. Okay, pass auf. Oh oh. Nein. Hä? Jetzt ist mein Tor weg. Ah, jetzt habe ich wieder der zwei. Der Klassiker. Okay. Komm, verzieht euch. Nein. Schon wieder. Bald ist, wenn wir die Hühnerfarm so hatten, dann ist unsere ganze Welt voller Kühe. Wir machen das so. Das ist ein zusätzlicher Schutzmechanismus. Du kannst hier schon mal reingehen. Das ist eine Schleuse. Das stimmt. So. Oh, Phantome. Ah, zwei Stück. Nee. Doch. Oh, das kommt sogar zu mir. Das ist voll gegen unsere Laterne geflogen. Oh. So. Macht's mehr Sinn, ein Schwert zu verzaubern? Oder ein Buch, wenn ich Verbrennung will? Ein Schwert. Aber wir haben nur noch 5 Diamanten. Dann mach ein Buch. Mein Schwert hat schon richtig viel. Guck, das ich Mann geht da überhaupt Dings Schwert drauf. Geht es da überhaupt drauf danke noch? Glaub schon. Also mein Schwert ist unverzaubert, da könnte man gucken. Oh, die ganze Kugel. Ja. Alter, ist das viel. Oh, das brauche ich. Dann bin ich Level 30 und dann kann ich das verzaubern. Level 30? Okay, ich bin nicht Level 30. Habe ich mir fast aber gedacht. Mir fehlt noch so ein Zehntel von einem Balken, dann bin ich Level 30. Ah. Na, dann warte ich bis das Glas leer ist und dann. Dann baue ich alles ab. Naja. Nee. Kohle. Also gut. Hier ist übrigens noch Holz. Hm? Ja, hab's draußen hingeschmissen. Ah. Das kann man zum Bauen noch benutzen. Ja, dann würde ich jetzt mal die Dinger. Ja, okay. Den Plan für die Inneneinrichtung machen. Ja. Jetzt bin ich Level 30. Ah. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Meine Schuhe. Meine Schuhe. Nein. Was mache ich denn jetzt? Bei was denn? Einfach beim Laufen. Nee, nee, das Skelett hat mich abgeschossen. Ah. Also gut. So. So, Schnee. Tja, wie machen wir es jetzt? Das Ding ist, wenn schon wir... Schon so einen kleinen Hügel gebaut? Nee. Ich weiß nämlich nicht, ob wir einen bauen sollen. Weiß nicht. Wie haben wir denn den? Schon.
Weil wenn wir so ein kleines Dorf bauen, dann weiß ich nicht, ob wir einen Hügel machen sollten. Ja gut, stimmt. Gib mal dein Schwert, dann kann ich das verzaubern. Auf Level 30? Ja. Wenn du es nicht... Oh, das ist nicht mein Schwert. Wenn du es nicht willst, dann kriege ich es wieder. Ja. Ein schön verzaubertes Schwert. Na, wenn Verbrennung drauf ist, dann nehme ich es. Aber ansonsten... dann habe ich gar keins mehr. Ja, dann kann man ja noch eins machen. Dann mache ich ein Eisenschwert. Das nächste Eisentool. Wobei, ich habe wieder eine Diamantschaufel inzwischen. Warum geht das hier nicht auf Level... Ach, hier fehlen noch wenig Bücher. Ich habe gesagt, wir haben zu wenig Bücher. Ich dachte, die wären, das wäre fertig. Nee. Ja, das meinte ich. Absoluter Betrug. Ja, dann... Ist das natürlich nochmal was anderes. Ich dachte, das hier wäre fertig. Nee. Na, dann widme ich mich dem Bücherregal. Hier kannst du dein Schwert vorerst wieder haben. Du kannst dich mal den Bücherregalen oben in unserem Wohnzimmer widmen. Die baue ich einfach ab. Da sind ja nicht mal welche. Ach stimmt, die sind verbrannt. Ja. Ja, nee, dann erst die im Verzauberungstisch. Im Verzauberungsraum. Warum sind hier zwei Fichtenblätter, die 1 und 2 heißen? Das weiß ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Die haben irgendeinen Sinn, hatten die doch bestimmt. Oh, hier ist noch mehr Weizen. Das nehme ich auch mit. Ja. Mehr Tiere vermehrt. Hier sind es 2 Leder schon mal. Ich brauche neue Schuhe. Dazu brauche ich Leder, apropos. Will ich Lederschuhe haben? Ja, die hatte ich vorher auch. Wobei... Ja, Wunder gehen die kaputt. Ja, aber dann falle ich nicht in Lawinen. Das stimmt, aber wir haben kein Leder mehr. Außer es ist irgendwo noch ein Stack drin, aber ich glaube nicht. Haben wir noch Schuhe? Nee. Doch. Eisenstiefel mit Haltbarkeit 2. Goldschuhe mit Mending. Hey, hier sind doch Lederstiefel. Ach, Eisläufer 2 Lederstiefel. Die will ich nicht. Bloß nicht. Na, damit versinkst du auch nicht ein. Nicht mal in normales Wasser. Toll. Ist das hier vielleicht mein... Nee, blaues Bett. Ich hatte hellblaue Betten daheim. Ja. Oder, ja, entweder das ist meins oder keine Ahnung. Also gut, dann gut. Halt Goldschuhe. Geil. Ich tu mal... Ich hab doch hier gerade Papier gesehen. Da tue ich das... Na, hier, da tue ich das Leder mit in die Kiste rein. Dann gehe ich jetzt nochmal richtig viel Tiere vermehren. Ja. War vorzüglich Kühe. Wir können uns ja dann auch erst der Kugel widmen. Das mit dem Schwert ist ja jetzt nicht so dringend. Es muss halt bis zum Ende fertig sein. Eigentlich müsste hier dann noch so ein Weg sein. Aus Kies. Wir haben bestimmt kein Kies. Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Und weißt du, was ich auch fürchte, was wir nicht haben? Diamanten bis zum Ende der Weihnachtswelt. Das fürchte ich auch. Hier sind 11 Kies. Allerdings scheint so, als wäre das alles gewesen. Ich geh mal in die Höhle runter. Da gibt es bestimmt Kies. Ich weiß ja nicht. Tauch an den Meeresgrund, da gibt's Kies. Das mache ich nicht. Das machst du immer. In der Höhle. Ja, in der Höhle kannst du nach Diamanten gucken. Alter, bei mir ruckelt's richtig. Das liegt an den Tieren. Ja, bei mir ruckelt's auch. Ich habe gerade schon gedacht, was ist eigentlich los, was ist mit meiner Framerate passiert. Aber gut, wenn du jetzt hier 50.000 Tiere da drin hast. Hier ist schon Kies. Aber ich kann die erst töten, wenn ich... Scheiße, jetzt sind ja so viele Tiere um mich rum, dass ich nicht mehr aus dem Gehege rauskomme. Ich kann die erst töten, wenn ich hier Verbrennung auf meinem Schwert habe. Und wo willst du die Bücher herkriegen? Das ist die Frage.
Ich dachte, du vermehrst die, um Bücher zu machen. Ja. Ja. Naja, dann kann ich es eigentlich jetzt auch schon töten. Ja. Ich habe ja Plünderung. Ja, das ist gut. So, am Ende gehen Verbrennung und Plünderung nicht zusammen oder so. Das wäre sehr ärgerlich. Dann nehme ich dein Plünderungsschwert. Ich glaube, dann töte ich doch jetzt schon alle Viecher. Dann leckt's auch nicht. Alle? Also bis auf zwei pro Ding. Wobei, hier sind voll viele Babys. Ich warte, bis die Babys groß geworden sind. Ich würde die auch noch vermehren eigentlich. Aber ich brauche ja Leder. Ja, du kannst ja jetzt ein, aber nicht alle. So vielleicht die Hälfte oder so. Und es leckt. Ja, aber wenn du die Hälfte umbringst, nimmer. Das stimmt. Guck mal, ich habe schon zwei Stacks Keys jetzt. Oha. Ja, ja. So. Jetzt gucke ich mir mal die Kugel an. Brauchst nur einen Spiegelkugel. Hast du hier einen weitere Erdblöcke gepflanzt? Das ist ein Smiley. So Grasblöcke. Nee. Doch. Nur leider ist kein Smiley mehr zu erkennen. Wie? Ja, das ist hier halt gewachsen. Da ist doch noch ein Smiley. 100 Pro ist da noch ein Smiley. Also ich erkenne keinen Smiley. Dir fehlt's an Fantasie. Er kennt zwei Linien und einen Punkt. Ne, eine Linie und einen Klecks und zwei Punkte. Ja, die zwei Punkte sind die Augen. Toll. Der Klecks in der Mitte ist die Nase und das untere ist der Mund. Das ist nicht als Smiley zu erkennen. Doch. Ne. So, meinst du, wir haben genügend Holz? Ein Stack und 18. Ich habe noch ein Stack und 3. Oh. Das ist tatsächlich kein Smiley mehr. So, dann... Ich muss dir recht geben, das ist kein Smiley mehr. Ja. Jetzt ist die Frage, also ich würde hier den Kiesweg machen. So. Mhm. Nur geht der dann bis in die Mitte einfach? Genau da sind die ganzen Grasblöcke. Ich würde den nicht gerade machen, ich würde den irgendwie so schlängelig machen. Man kann ja den Weg hier so und dann macht er so ein bisschen. Und dann so. Und hört hier irgendwie auf oder so. Und hier in der Mitte stand so der Brunnen und der Weihnachtsbaum. Und dann geht der Weg so drumherum. Und am Rand, am Wegrand stehen dann noch so ein paar Häuser. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, was du meinst. So ein Weg, der so? Ja. Aber ist doch voll schief dann, oder? Ja, ist ja Sinn dahinter. Ja, aber das ja, ist dass so der nicht voll komplett gerade ist, sondern wie in der Natur, ja, okay. So ein Trampelpfad halt, naja, mehr oder weniger. Aber der ist so irgendwie, ich weiß nicht, weil die Dorf ist Mitte, weil dann macht ja der Weg so einen halben Kringel um die Dorfmitte. Ja. Aber dann ist ja in der Mitte noch mehr Platz, weil erst die Dorfmitte kommt und außenrum noch der Weg. Ja, aber ist doch egal. Da kommt ja dann der Markt, die Dorfmitte, der Marktplatz sozusagen hin, so der Brunnen und der Weihnachtsbaum. Ja, ich würde einfach zuerst den Marktplatz bauen und dann den Weg. Ja, von mir aus. Man kann auch den Weg komplett gerade machen. Aber dann ist es halt komplett gerade. Ja, man kann den Weg ja auch anders machen. Aber wie in so einer amerikanischen Großstadt. Wie geht? So ein Quadratmuster und zwischendrin überall genau. Hochhäuser. Genau. Deswegen ist auch die Kuppel so hoch geworden, damit wir genau. Ganz viele Hochhäuser bauen können. Hast du eine Schaufel mit Behutsamkeit vielleicht? Nee, aber eine Axt? Nee, ich habe gar nichts mit Behutsamkeit.
Nur deine Netherite-Spitzhacke. Ja, und die ist gleich kaputt. Tja. Was gibt es jetzt? Ich will die Grasblöcke nicht verschwenden. Hier kommt ja die Dorfmitte hin. Ja. Das heißt, da muss was anderes rein. Aber was? Cobblestone? Oder Kies? Und vor allem wie groß? Fragen über Fragen. Ein bisschen größer würde ich es noch machen. Ja, ja, gut, ja. Und ein bisschen runder. Das ist doch jetzt schön. Ja, schon wunderbar. Giftige Kartoffel gegessen? Nee, aber verrottetes Fleisch. Ah. Das ist vielleicht ein bisschen zu rund jetzt. Das ist gar nicht jetzt rund. Aus, ja, jetzt sieht's aus wie eckig, aber um 90 Grad, nee, um 45 Grad gedreht. Ja. Aber das, also, das haben wir gleich. Noch ein bisschen runder. Ja. Scheiß auf die Grasblöcke jetzt, komm. Jetzt sieht's. Na, wobei doch, so geht's. Jetzt aus Cobblestone, würde ich sagen. Kobbel. Dann brauchen wir Kobbel. Haben wir den? Hm, tatsächlich. Ein paar. Reichen die oder brauchen wir mehr? Also reichen sie nicht. Nee, wir glauben. Die reichen. Ah. Ich dachte schon, das waren alle, die du hattest. Nee. Mach jetzt ein schönes Karo-Muster. Unsere Öfen sind schon fertig. Ah. Was waren da drin? Glas. Ach, das Glas. Gut, das habe ich auch schon lange da rein. Ne, ich hab das gerade eben Neues rein. Ach, Neues schon? Ich hab das von dir raus, dann Neues rein, dann wieder raus und wieder Neues rein. Oha. Das geht aber schnell. Oh, das war schon alles. Wir haben gar keinen Sand mehr. Ah. Ja. Jetzt guck ich mal bei den Kühen. Wie viele Bücherregale brauche ich? Ich rechne das jetzt. Alter, leckt's hier, wenn man in die Nähe vom Stall geht. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir erstmal das da hier fertig. Für 5 Bücherregale braucht man 15 Bücher. Und für 15 Bücher, wie viel Dings 15 braucht man? 15 Leber. Das ist ja voll wenig. Ja, aber wie viele Bücher brauchen wir denn? Wie viele Bücherregale? 15. 3 Stück? Das, was ich gerade gesagt habe. Nee, 5 Stück meine ich. Ja, also ich weiß nicht, ob dann schon die vollen 30 Level verfügbar sind, aber dann ist auf jeden Fall das eine Eck ausgefüllt, was noch fehlt. Sind dann alle Wände Bücherregale? Außer der vordere Eingang, ja. Den würde ich auch noch aus Bücherregalen machen. Ja, ich auch, aber ich versuch's erstmal so, vielleicht reicht es ja schon. Ja. Die Schleuse hat nicht mehr funktioniert. Ich krieg die Schleusentür nicht mehr zu. Die Tiere nehmen zu viel Übermacht. Ja. Ich hätte die nicht in den Raum reinlassen sollen. Nee. Mach einfach die Käfige dann zu und töte alles, was draußen vor den Käfigen rumrennt. Ja. Bücher. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Holz. Aber wir haben kein Holz. Ja. Es wurde alles zu Kohle verarbeitet. Mhm.
liegt bei dir auch gar nichts mehr. Was? In der Kiste drin. Das weiß ich nicht. Ah, doch. Aber das war ja eigentlich für die Häuser. Ja. So, 6 Bücherregale habe ich jetzt. Hab noch ein bisschen mehr Leder gefunden im Lager. Nein! Scheiß entrindete Äste, Alter. Jetzt habe ich neben die Türe geklickt mit der Axt in der Hand und jetzt ist hier so ein scheiß entrindeter Baumstamm. Statt einem richtigen. Wer hat das erfunden? Mojang. Jetzt kann ich auf Level 18 verzaubern. Tja, das reicht, nicht? Ich meine tatsächlich, also sonst diesen Raum, den man mal drumherum baut, dass der. Was schon das hier? Achso. Ja, ich habe das Holz schon abgebaut. Ja. Das heißt, jetzt brauche ich noch 6 Stück. Bleibt der Stamm jetzt hier so oder was? Bis ich Ersatz habe, ja. Hab gerade nichts dabei. Boah, bei mir ruckelt's hier richtig. Ja, bei mir auch. Ich höre nur, wie die Tiere malträtiert werden. Ich hab nur den Eingang freigeräumt. Was ist eigentlich mit unseren Feldern? Da laufen ja überall Tiere. Ja, fressen die leer? Nee. Ja, dann ist ja egal. Höchstens, wenn sie drauf rumspringen, dann gehen sie kaputt. Kein Papier mehr. Alles ist leer. Ich habe nur kein Papier mehr im Inventar. Ah. Beziehungsweise kein Zuckerrohr. Papier, Buch. Hä? Ah. Das ist aber viel Zuckerrohr, was dafür drauf geht. Ja. Aber wir haben doch voll viel, oder nicht? Normal schon. Wobei, ich sehe hier gar nichts. Ah, oben drin waren was. Hier schon ein Stack. Wie sieht denn das aus? Im Weihnachtspack. Normal. Ach, normal. Ich habe nach diesem rot-weiß gestreiften gesucht. Kein Wunder, habe ich es nicht gefunden. Das. So. Bücher, zack. So, und jetzt brauche ich dementsprechend noch Holz. So. Ich gehe gleich wieder Holz holen, das kann es nicht sein. Wir haben jetzt gar kein Holz mehr. Doch, ich habe noch ein Stack. Ah. Aber das war's dann. Aber in unserem Haus fehlen ja auch noch Bücherregale. Ja. Und jetzt habe ich kein Lapis dabei. Jetzt geht's auf Level 22. Hä? Aber das ist doch jetzt alles voll. Ich glaube, wir dürfen hier keine Teppiche hinlegen. Ich bin mir da aber nicht sicher. Doch, jetzt geht's auf 30. Wer hat denn sich das ausgedacht? Keine Teppiche. Tja. Ist halt wahrscheinlich wie ein Block dazwischen. Ja. Sehe ich noch was, was man verbessern könnte, anstatt dauernd neue Mobs zu bringen, die niemand braucht? Ja. Schärfe 4 bekäme ich drauf, das bringt nichts. Naja. Gib mal das Schwert. Ach Mann. Stoß 2 auf Level 30. Nee. Plünderung 1 oder nee. Rückstoß 1. Nee. Ja gut, aber wenn man es auf Rückstoß verzaubert, kann doch sein, dass Dings dabei ist, oder nicht? Ja, aber da würde ich jetzt nicht die 3 Level dafür verschwenden. Was kriegst du auf dem Buch?
auch nichts Gescheites. Stärke 4, Schnellladen 1, Rückstoß 1. Tja. Aber ich kann ja mal das Buch auf Level 1 verzaubern. Ja. Jetzt gibt's aus Schwert Nemesis der Gliederfüßer Haltbarkeit und Rückstoß. Toll. Und aufs Buch Harpune, Stärke und Schutz. Hm. Plünderung 2 auf dem Schwert, Haltbarkeit 2 oder Schärfe 1. Und auf dem Buch Feuerschutz, Schlag, Nemesis der Gliederfüße. Plünderung 2, das habe ich schon. Es kann halt sein, dass man es mitverzaubert. Wird ja nicht immer. Ja, das kann immer sein. Zeit, dass man kriegt. Aber, ja. Nehmen wir jetzt mal noch ein Buch. Ich habe ja noch Schärfe 3. Auf dem Buch Stärke. Toll, jetzt ist das letzte, wo ich auf Level 30 komme, da kriege ich Haltbarkeit 3 aufs Schwert. Das ja. Soll ich das einfach mal machen? Das schadet ja nicht. Ja. Nur Haltbarkeit 3. Scheiß Dreck. Schenke ich dir. Ja. Schmutz. Ich will das nicht auf Haltbarkeit 3. Dann schmeiß es fort. Nee, ich hol mir jetzt einen Schleifstein. Weil dann kann man es wieder versuchen. Das hätten wir theoretisch auch machen können. Einfach immer das Schwert rein. Und auf Level 1. Stimmt. Oder auf Level 3 sogar. Und hoffen, dass es mit dabei ist. Was wollte ich jetzt? Ach, ich brauche einen Schleifstein. Ja. Haben wir sowas nicht schon im Haus stehen oder so? Vielleicht? Nee, hier glaube ich nicht. Nö, tatsächlich. Boah, was ein Scheißträger. Was braucht man da dafür, Mensch? Eine Clean Stone Stufe. Warum? Warum Clean Stone? Wir haben doch Clean Stone. Ja. Ah ja, hier. Das haben wir. Da ist schon. Ah, Besuch. So, kann ich jetzt den Schleif. Yes. Her damit. Wir haben langsam keinen Platz mehr in unserem Lager. Ja. Kann ja, ich ihn ja in den Verzauberungsraum stellen? Nö, nö. Ich habe einen Platz gefunden. Oh, ich hab aber dann muss man immer hin und her rennen, wenn man verzaubern und entzaubern will. Ja. Das ist nix. Kann ja hier noch einen aufstellen. Im Verzauberungsraum hat es noch weniger Platz. Oh. Wir haben schon 19, 19... Phantom-Häute. Von den Viechern, ja genau. Oh, hab hier noch ein verzaubertes Buch. Weg damit. So, dann gehe ich jetzt mal Holz holen, jetzt wird's frisch Tag. Dornen 1. Das schmeiß ich in den Dornen. Schleifstein rein. Dein Buch. Ach so, ja. Weil ich gucke jetzt mal, was ich bekäme. Ich habe zwar nur 21 Level, aber ist mir egal. Schnellladen 1 auf Level 30. Geil. Das ist doch was. Tja. Nee, ich verzauber jetzt gar nicht weiter. Vielleicht sollten wir auch nicht hier rumeiern die ganze Zeit. Sondern... Ich eier gar nicht rum. Nee. Sondern hier ja, die Kuppel. Sinnvolle Dinge. Mhm. Ich habe da sogar nichts schon. Nichts mit der Kuppel zu tun haben. Ach so. Ich habe in der Kuppel schon Gras gepflanzt überall. Das ist jetzt auch schon fast fertig. Oh, und Fackeln. Ja, damit das Gras nachts auch wächst. Mhm.